In Worcester, im US-Bundesstaat New York, ist Amerika immer noch so unberührt, wie es einmal war. Deshalb wollte auch Donald Bozart unbedingt hier wohnen. Vor 2 Jahren, kurz vor dem Ende des Immobilienbooms, erfüllte der Pastor sich seinen Traum vom Eigenheim. Doch dann kam das böse Erwachen. Er hatte nicht das Kleingedruckte in seinem Hypothekenvertrag gelesen. Ich stellte fest, dass meine Ratenzahlungen plötzlich drastisch steigen konnten. Ich hatte mir eine variable Zinsbindung andrehen lassen. Die finanzielle Last war so enorm, dass wir kurz davor waren, unser Haus zu verlieren, vom Lebensstandard ganz zu schweigen. Im Netz der Renditejäger Bozart ist kein Einzelfall. Alleine 2008 gab es in den USA mehr als 3 Millionen Zwangsvollstreckungen, weil die Hausbesitzer mit der Last ihrer Ratenzahlungen überfordert waren. Bozart und seine Frau zahlten am Ende jeden Monat $2.400 zurück. Er bangte um seinen Ruhestand, sie sparte am Essen. Doch dann kam der Anruf, der alles veränderte, von einer Firma namens PennyMac. Wir machten uns so große Sorgen, aber PennyMac sagte, schickt uns eure Unterlagen und dann schauen wir, was wir machen können. Die Hausbesitzer retten, die Wirtschaft stabilisieren. PennyMac kauft faule Kredite auf, die die Regierung von den gescheiterten Banken übernommen hat, und zahlt für sie nur einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes. Viele Kredite kommen zum Beispiel von Countrywide Financial. Keine Hypothekenbank in den USA hat mehr hochriskante Häuserdarlehen vermittelt. Countrywide ist inzwischen bankrott, aber die verantwortlichen Manager sind wieder im Geschäft bei PennyMac. Eric Lipton, Reporter bei der New York Times in Washington, hat das wundersame Comeback dieser Finanzjongleure aufgedeckt. Sie selbst geben seitdem keine Interviews mehr. PennyMac verspricht den Investoren 20% Rendite im Jahr. Bislang kontrolliert die Firma Darlehen im Umfang von $800 Millionen. Innerhalb der nächsten 18 Monate sollen daraus 15 Milliarden werden. PennyMac beschäftigt ein ganzes Heer von Mitarbeitern, die rund um die Uhr mit den säumigen Zahlern verhandeln, um Geld einzutreiben. Die Regierung bekommt gerade mal 60 Cent von jedem Dollar, den PennyMac eintreibt. Ein gewaltiges Verlustgeschäft für die Regierung und die Steuerzahler. Es ist besser, ein bisschen Geld von PennyMac zu bekommen, als gar nichts. Und bei jeder Rezession gibt es Leute, die daran verdienen. Aber ja, diesmal macht die Regierung es ihnen besonders einfach. Sie hat im Rahmen des Bankenrettungsplanes so viele Kredite aufgekauft, die sie jetzt verlustbringend weiter verschabeln muss. PennyMac gewinnt. Auch in der Finanzmetropole New York ist der Aufstieg von PennyMac vielen ein Dorn im Auge. Anwalt Jeffrey Norton vertritt viele Hausbesitzer in einer Sammelklage gegen Countrywide. Die Chancen stehen schlecht. PennyMac wird sie sicher nicht entschädigen. Diese Leute profitieren von der Krise, die sie selber angezettelt haben. Ganz so wie ein Brandstifter, der nach der Tat die verkohlten Reste aufkauft und mit Gewinn weiterverschabelt. Hinzu kommt, PennyMac kauft dem Staat fast ausschließlich die Kredite ab, bei denen es eine Chance gibt, dass die Schuldner auch weiterzahlen. Noch sind die Zinsen bei PennyMac niedrig, in ein paar Monaten könnte es vielleicht ganz anders aussehen. Im Prinzip verläuft immer noch alles nach denselben Marktmechanismen, die uns in diese prekäre Lage gebracht haben. Es gibt keinerlei Regelung, die verhindern würde, dass so etwas noch einmal passiert. Düstere Aussichten zu einem Zeitpunkt, wo die ursprüngliche Krise noch gar nicht überwunden ist. Die Häuserpreise befinden sich immer noch im freien Fall, die Ausfallraten steigen weiter. Schätzungen zufolge könnten bis Ende 2009 insgesamt 10 Millionen US-Amerikaner ihr Haus verloren haben.